Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Serbian Dancing Cringy Lady her. Und genau das ist unser heutiges Projekt, denn Serbian Dancing Lady ist ein kleines Indie-Horror-Projekt, was sehr an Slender angelehnt ist und sehr, sehr viel Spaß macht. Das Ganze hat drei Level, einmal The Forest, School and Abaddon. Wir werden alle drei heute spielen in der Folge und es hat mich schon überrascht, dass es an der einen oder anderen Stelle doch etwas schwerer gehalten ist, das Game. Ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, aber es ist trotzdem sehr, sehr cool gehalten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Serbian Dancing Lady. Okay, wir sind in Serbian Dancing Lady und das Ganze ist ein kleines Indie-Horror-Spiel, was sehr an Slender angelehnt ist, wie man das gerade hier ganz gut erkennen kann, denn wir müssen ja auch 10 Pictures finden. Das ist so ein VHS-Ding und ich finde es eigentlich ziemlich interessant. Die Bilder sind auf jeden Fall super interessant und wir müssen darauf achten, dass wir nicht von der Serbian Lady gegrabt werden, beziehungsweise dass sie uns nicht unbedingt verfolgt. Wir sind hier in einem Wald und standen gerade, glaube ich, an einer Kirche oder irgendwas. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was es war. Ich weiß jetzt nicht, ob man Fall Damage bekommt. Scheinbar nicht. Und ich höre sie schon. Da ist sie. Wir dürfen sie auch, glaube ich, nicht zu lange angucken oder so. Bin mir jetzt ja gar nicht so sicher. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal jetzt diese schönen Dinger hier. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob die random verteilt sind oder ob die mal gleich sind. Auf jeden Fall sind es ein paar wunderschöne Fratzen. Und wir versuchen einfach mal alles zu finden, was wir finden können. Oh, wir können sogar reinzoomen. Aber ich kann keine Bilder machen, oder? Nee, kann ich nicht, okay. Wir können dann also reinzoomen, um zu sagen, so, hey, okay. Wir suchen jetzt die Dancing Lady und das... wartet, wir machen das nochmal. Das springt jetzt ja mal der absolute Knaller. Was ist das denn? Der springt einfach doppelt. Der springt einfach zweifach. Sehr geil. Ich weiß halt nicht, wie man die los wird, ne? Ich hoffe nur, dass ich keinen Copyright-Claim jetzt bekomme dafür, weil ich habe keine Ahnung, ob die Musik irgendwie Copyright-geschützt ist. Aber ich hoffe es nicht, also hoffentlich nicht. Ich kenne die Story hinter ihr auch gar nicht. Die muss ich mir mal anschauen. Vielleicht haben wir da irgendwie einen Punkt, wo ich sage, so, hey, den können wir mal als Theorievideo mit reinnehmen. Ja, musiktechnisch ist es aber gar nicht so schlecht. Also, es hat auf jeden Fall Ambience. Finde ich sehr, sehr geil. Ist auch allgemein von der Grafik ja gar nicht jetzt so schlecht, würde ich sagen. Was ist das da? Warum ist das so rot? Was soll das sein? Wir wollen gucken, was es ist. Let's go. Aber es ist ein Haus. Was ist in dem Haus? It burns. Was burnt? Was brennt? Was liegt da? Darf ich wissen, was das ist? Ist hier ein Picture? Oh, da ist ein Picture. Ich versuche mal reinzuspringen, wie so... Alter. Okay, ich habe es geschafft, reinzuspringen und... Oh. Okay, wir sind tot. So, alle 8 Stück wiederbekommen. Jetzt gucken wir mal, ob wir die letzten beiden auch noch bekommen. Und dann würde ich gerne mal wissen, was passiert, wenn wir alle haben. Weil dann sollten wir das Spiel prinzipiell durchhaben. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, hier hinten... Oh, nein! 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 Don't do it! Don't do it! Don't... Nein, 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 nein! Ich kann nicht rennen. Warum kann ich nicht rennen? Ich kann nur springen, wie so ein Dulli. Oh, ist es? Ein doppelter Jumpscare ist halt auch nicht so schlecht, ne? Also einfach mal zweimal in die Fresse springen. Pow! So, jetzt habe ich alle 5 wieder. Wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt wegen dieser Story von ihr, dürft ihr mir das natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich habe gesehen, es gibt noch 2 andere Spielmodi. Einmal Schule, glaube ich, und noch irgendeins. Das werden wir uns dann auch noch angucken. Ja, wir sind auf jeden Fall hier mit ein paar Memes unterwegs. Okay, wir haben 6 Stück. Das ist eigentlich ziemlich gut bis jetzt. Oh, die taucht halt immer so random auf, ne? Oder steht die immer am gleichen Punkt? Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen. Falls die immer am gleichen Punkt stehen sollte, ist das natürlich etwas nicht so random und sehr vorhersehbar. Aber es ist auch sehr schwer, so eine AI richtig zu programmieren, wenn man ein Indie-Game-Developer ist. Das, ja, ist nicht so einfach. Aber es ist okay. Bis jetzt ist es eigentlich ganz gut. By the way, kostet das Ganze, glaube ich, nur 99 Cent oder sowas.
Ich habe mir das bei Epic Games geholt gehabt und fand das eigentlich ziemlich interessant und wollte das mit euch einfach auch mal teilen, dass es vielleicht auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Weil eigentlich ist es ganz cool. Aber dieses rote Zeug hier bringt uns einfach um und ich finde das... das springt. Kann ich mich einfach nicht mit anfreunden. Ich kann mich mit dem Springen nicht anfreunden. Das ist ganz komisch gemacht. Da müssen wir nochmal dran arbeiten, mein Freund. Das Springen ist einfach komplett... richtig random. Aber wo ist sie denn jetzt? Okay, da hinten haben wir noch ein Bild. Hey, lass mich mal hier drüber springen, Bro. Dankeschön. Legt er sich hier einfach im Weg, als ob der so sagt, so, du kommst hier nicht lang. Boah, man muss sich manchmal sogar damagen lassen, oder? Kann das sein? Oder kann ich hier einfach so komplett cool drüber laufen? Ich kann hier komplett cool drüber laufen, wenn ich das ordentlich mache. Uiuiui. Das nennt man talentiert, by the way. Indem man das einfach mal ordentlich macht. Ich glaube, wir haben aber fast alle gefunden. Musiktechnisch aber wirklich gut. Kann ich auch crouchen? Au. Oh, wow. Oh, man stirbt halt einfach übertrieben schnell. Das ist nicht normal. So, ich habe die Bilder jetzt mal in einer komplett anderen Reihenfolge geholt. Vielleicht macht das ja irgendwie mehr Sinn. Und da haben wir auch schon das letzte Bild. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir haben es geschafft. Okay. Thanks for playing. Dankeschön fürs Spielen. Dann schauen wir mal in die Schule rein. 10 Pictures sollen wir jetzt in der Schule finden. Ich bin gespannt, ob das jetzt auch so schwierig wird. Don't let the light go out, okay. Also, dass die Lichter nicht ausgehen, okay. Was soll das heißen? Dass wenn wir... Kann ich das so wieder anmachen? Nee. Ach so, wir sollen das wahrscheinlich... Oh mein Gott, man kann hier nicht hochspringen. Okay. Wir sollen wahrscheinlich einfach unsere Taschen damit nicht ausgehen lassen. Vermute ich jetzt mal. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß die Batterie ist, die wir hier haben. Aber ja, okay. Dann lass uns halt keine Batterieanzeige haben. Hauptsache, wir haben eine Taschenlampe. Taschenlampe ist immer wichtig. Ja, sehr wichtig. Also in jedem Horrorspiel brauchen wir eine Taschenlampe. Oh, wie schwierig soll das denn? Wie schwer willst du es machen? Ja. Wir dürfen halt nicht zu nah an sie rankommen. Das ist das Problem, ne? Geht das jetzt? Jo. Okay, ja. Hey, bleib da stehen, wo du bist, Fräulein. Aber irgendwie scheint mir die Schule etwas einfacher vorzukommen. Ich weiß nicht. Zumindest bis jetzt noch. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich einfacher ist. Ja, Schulgänge sind auf jeden Fall immer sehr, sehr amüsant. Ich weiß nicht. Schule und Horror passt irgendwie, ne? Ja, für wen war Schule nicht Horror? Obwohl, manchmal hat Schule ja auch einfach Spaß gemacht. Sportunterricht war gut. Sportunterricht war immer gut. Was war euer Lieblingsfach? Beziehungsweise, was ist euer Lieblingsfach in der Schule? Falls ihr noch in der Schule sein solltet. Man weiß es ja nicht. Und jetzt? Okay. Mein Lieblingsfach war immer... Naja, doch. Doch, Sport und gerade Chemie war immer sehr, sehr cool. Chemie habe ich immer sehr gefeiert. Chemie war ein sehr, sehr geiles Fach. Mir echt immer sehr viel Freude bereitet. Und ja, also Schule ist auf jeden Fall viel, viel einfacher gewesen, wie das im Forest. Okay. Oder wir haben einfach verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß es. Okay. Run. Wohin soll ich run? Uiuiui. Oh, das ist einfach nur eine Chase, oder was? Das ist ja geil. Okay, das ist ziemlich cool gemacht. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gedacht, da schmeißt du das Ding vor dir rüber. Oh. Kannst du hier nicht abhauen komplett? Also das letzte ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, aber ich verstehe noch nicht so ganz, wo wir dann hinlaufen sollen. Okay, also, das Ding ist jetzt einfach eine ellenlange Chase-Sequenz von ihr gegen uns. Und wir mussten die Treppen hochlaufen. Also ich habe jetzt den Run natürlich nicht komplett geschafft, aber wir probieren das jetzt einfach nochmal. Sie rennt uns auf jeden Fall die ganze Zeit hinterher und versucht uns irgendwie den Weg zu versperren mit irgendwelchen komischen Dingern. Und wir müssen aufpassen, dass sie uns hier nicht bekommt, weil hier kann sie uns nämlich auch ziemlich schnell entgegenspringen plötzlich. Beziehungsweise ziemlich schnell hinter uns sein.
Hey, schmeiß das Ding mal hier nicht so raus. Wir sind hier auf dem Gang, hier wird nicht gerannt. Mein Gott. Aber es ist ziemlich cool gemacht. Es ist zwar ein bisschen lang, der letzte Run jetzt hier. Aber es ist... ist okay. Es macht Spaß, sagen wir es so. Also zumindest, solange es nicht nervig ist. Wenn man hier nicht 10.000 Mal sterben würde, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, dafür ist es ja da, um 10.000 Mal zu sterben, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange das hier geht, weil gerade eben ging es so ungefähr 1,5 Minuten oder sowas und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass hier überall Run steht. Aber ich finde die Umgebung ziemlich gut gehalten. Das hat er ziemlich gut hinbekommen. So, aber ich möchte nicht schon wieder an dieses komische rote Zeug hier rennen, was mich die ganze Zeit damaged. Das ist so nervig. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit durchrennen kann, weil vorhin hatte ich noch eine Ausdaueranzeige sozusagen, also eine unsichtbare Ausdaueranzeige ab. Die ist jetzt in dem hier komplett verschwunden, wo auch immer das hin ist, keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich einfach eine Flasche Powerade getrunken oder sowas. Oder zu viel Red Bull, keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung sollte es auf jeden Fall gewesen sein. Aber an sich war das Spiel bis jetzt ziemlich nice. Also zumindest für das, was es halt darstellen möchte. Hat doch ziemlich viel... wirklich ziemlich viel von Slender. Weiß nicht, habt ihr Slender gespielt? Bin ich mir gar nicht so sicher, wie gut das war. Ja, seht ihr? Und das ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Das Etwas ist so schnell hinter einem. Okay, ich habe keine Ahnung, wie lange das hier geht, also... Okay, hier steht auf jeden Fall Run und hier ist eine Tür. Ich habe keine Ahnung, ob wir da rein sollen. Oh ja, wir haben es geschafft. Alles klar. Thanks for playing. Oh, ja, wir mussten also nur in die Tür rennen. Ja, der Chase ging aber ganz schön lang, meiner Meinung nach. Ein bisschen zu lang sogar. Ein Ticken zu lang. Aber ansonsten war das Spiel eigentlich ziemlich nice. Und ich hoffe, euch hat das Ganze ja auch gefallen. Und wenn ihr mehr von solchen Projekten sehen wollt, dann dürft ihr mir das natürlich gerne zeigen, indem ihr den Like-Button einfach komplett wegsmasht. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend, einen wunderschönen restlichen Tag. Danke fürs Reinschauen. Ich bin raus. Bye, bye.